Hallo und herzlich willkommen. Heute spreche ich über eine leistungsstarke Benzinkettensäge, ideal für anspruchsvolle Sägearbeiten im Freien. Interessiert? Schau dir die Links in der Videobeschreibung an, um Preise zu vergleichen und echte Nutzerbewertungen zu lesen. Lass uns beginnen. In meinem Test habe ich die Benzinkettensäge genauer unter die Lupe genommen, die sich perfekt für den privaten und semiprofessionellen Einsatz eignet. Was mich sofort beeindruckte, war das durchdachte Design und der 54 Kubikzentimeter Hubraum, der genügend Kraft für verschiedenste Aufgaben liefert. Besonders angenehm fand ich das kürzere Schwert. Es macht die Säge nicht nur leichter zu halten und zu tragen, sondern auch für Anfänger einfach zu handhaben. Ideal also, wenn du Kaminholz zuschneiden oder Bäume entasten möchtest. Auch die Easy Start Funktion und der automatische Choke sind nützlich, da sie einen schnellen und problemlosen Start ermöglichen. Nach der Arbeit? Kein Problem. Die Säge kommt mit einer stilvollen Tragetasche, was den Transport und die Lagerung sicher und bequem macht. Ein weiteres Highlight sind die werkzeuglosen Spezialverschlüsse für Kraftstoff und Öltank, sie erleichtern das schnelle Nachfüllen enorm. Technisch gesehen bietet die Säge einen leistungsstarken Zweitaktmotor mit 54 Kubikzentimeter Hubraum und 2,3 Kilowatt Leistung. Mit einer Schwertlänge von 46 cm, 18 Zoll, bietet sie Komfort, ohne an Effizienz zu verlieren. Das geringe Gewicht von nur 5,2 Kilogramm macht sie zudem extrem handlich. Zusammengefasst, diese Kettensäge ist ein zuverlässiges, leistungsstarkes Werkzeug, das sowohl für den gelegentlichen als auch für den intensiveren Gebrauch bestens geeignet ist. Nachdem ich die Erfahrung echter Nutzer durchgesehen habe, möchte ich dir einen schnellen Überblick geben. Negatives: Bedienungsanleitung schwer verständlich. Positives: einfacher Aufbau, angenehme Handhabung, startet schnell, überzeugender Gesamteindruck. Damit schließen wir unseren Test der Benzinkettensäge ab. Falls du Interesse hast, findest du in der Videobeschreibung Links zu den besten Angeboten. Hast du Fragen oder eigene Erfahrungen? Teile sie gerne in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat und du es hilfreich fandest, überlege dir, unseren Kanal zu abonnieren, um keine neuen Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal!